Okay, ich stehe mal kurz auf, damit man mich mal kurz sehen kann. Mein Name ist Ali Kinchi, ich bin Hobby-Elektroniker. Und was ich heute machen wollte, ist eine kleine Einführung, eine sehr amateurhafte Einführung in Oszilloskope, weil ich denke, dass Oszilloskope sehr wichtig sind für das Verständnis auch für Amateure und Hobby-Elektroniker, weil das für mich so etwas ist wie sehen können und alles andere ist es eben nicht. Und sehen können ist ein sehr, sehr fundamentaler Dimensionsgewinn, sage ich mal, und das wollte ich teilen. Deswegen fange ich jetzt mal ganz simpel an. Bevor ich anfange, möchte ich ganz kurz erwähnen, auf dem Bild kann man auch sehen, die Folien, die Präsentation, aus denen ich die Folien benutzen werde, einige Folien benutzen werde, ist von Alan Volk, Callsign W2AEW, und der arbeitet für Tektronix und hat jahrelang Oszilloskope gebaut, und er hat einen sehr interessanten YouTube-Channel. Den würde ich allen Interessierten empfehlen. Das ist wirklich super toll. Also für alle Elektronik-Interessierten, Oszilloskop-Interessierten, das würde ich sehr weiterempfehlen, und natürlich sein Twitter-Feed. So, das heißt, ich habe mich nicht sehr vorbereitet auf diesen Vortrag. Ich möchte, dass es etwas intuitiver wird, und wir können auch gern ein paar Wortmeldungen nehmen, wo wir sagen, okay, das ist falsch, wir können das, warum schauen wir uns nicht mal das hier an, ist kein Problem. Also es ist etwas eher aus dem Bauch heraus und genau, amateurhaft. So, da will ich jetzt mal ganz simpel anfangen. Können wir kurz umschalten auf die Kamera. Die kommt gleich. Okay, was wir jetzt hier auf dem Bild sehen, ich habe hier schon ein paar Messgeräte hier aufgestellt. Das ist ein digitales Oszilloskop, das ist ein analoges Oszilloskop, das ist ein Netzgerät und das ist ein Signalgenerator. Ja? Die Idee dahinter ist, weil Oszilloskope sozusagen Signale sichtbar machen, brauche ich auch Signalerzeuger, was in diesem Fall der Signalgenerator ist. Und nachher wollen wir uns noch ein serielles Signal anschauen. So. Wie gesagt, ganz banal. So banal, dass man jetzt sagen würde, okay, vielleicht ist es zu banal. Wenn ich jetzt hier ein Messgerät habe und messe die Spannung auf einer Batterie, dann sehe ich, das ist 9, so und so viel Volt. Das ist aber nur zu einem Zeitpunkt Tx. Was das Oszilloskop macht, das zeigt die Veränderung, die Spannung über der Zeit, wie sich die Spannung über der Zeit verhält. Und dafür machen wir jetzt mal ein Oszilloskop an. Jetzt erstmal das Digitale hier. Und wir können hier schon mal sehen, das nennt man den Probe. Das sieht anders aus als ein Messkopf von einem Multimeter. Das hat auch einen Grund. Das ist ein wichtiges Problem, das die meisten Neuanfänger haben. Wenn Sie ein Oszilloskop benutzen möchten, dann denken Sie, das sind zwei Messspitzen. Auf die Sicherheit mit dem Oszilloskop und auf Grounding und so weiter, da komme ich noch weiter, später noch. Aber jetzt sagen wir mal, jetzt messen wir mal, wir haben hier den Kanal 1 offen. Und jetzt schließen wir mal das Oszilloskop da dran. Das wird jetzt natürlich nicht sehr spannend, denn man kann nur sehen, dass das Signal höher gegangen ist. Weil das ist eine konstante Spannungsquelle. Ja, da ändert sich nichts.
Und über der Zeit bleibt das immer gleich. Also wir haben sozusagen, kann man ein Oszilloskop auch als Multimeter benutzen, wenn man keins hätte. Was natürlich ironisch wäre, weil ein Oszilloskop sehr viel teurer ist als ein Multimeter. Oh. Okay. Und um das nochmal zu verdeutlichen, habe ich hier eine Messspitze. Mit der man ich mache jetzt den einen Kanal aus, schalte den anderen Kanal ein, da sage ich jetzt gleich noch was dazu. Und wir sehen jetzt hier, das ist das Gleiche. Natürlich, wir sehen auch, dass das nicht sehr stabil ist. Das ist dass der Voltage Ripple auf der Spannung, das zeigt eigentlich, wie schlecht dieses Netzteil ist. In der Batterie ist es natürlich sehr konstant. Aber dieser Ripple, der ist natürlich schlecht für bestimmte Schaltungen. Ja? So, jetzt gehen wir mal hoch. Aus dem Netzteil. Aus dem Netz. Ja. Das sind sehr gut. Ja, da ist es. Ja, da haben wir es. Also wir können sehen, jetzt mache ich mal noch eins kleiner. Es geht herunter und steigt hoch. Und wenn ich das Potty benutzt, anfasse, gibt es Schwankungen in der Spannung. So will das so. Das sollte ich nur verdeutlichen, was es generell so tut. Okay. Jetzt wollen wir uns mal ein echtes Signal anschauen. Und bevor wir das machen, müssen wir natürlich mal verstehen, was so ein Oszilloskop, wie so ein Oszilloskop arbeitet. Ein Oszilloskop hat ein Fenster, auf dem man die Daten sehen kann. Ich mache das jetzt auch mal an. Auf dem man das Signal sich beobachten kann. Und es gibt zwei verschiedene Arten von Oszilloskopen. Auf der rechten Seite haben wir ein analoges Oszilloskop und auf der linken Seite ein digitales Oszilloskop. Die analogen Oszilloskope sind die originalen Oszilloskope, also die, als die Hewlett-Packard in ihrem Labor erfunden haben, das waren natürlich analoge Oszilloskope. Da aber die Digitalisierung von allem da natürlich nicht Halt gemacht hat, sind digitale Oszilloskope rausgekommen und mit der Zeit, das heißt, es gab immer noch Röhren, das ist eine Röhre wie mit einem alten normalen Röhrenfernseher, mit der Zeit hat sich das Analoge auf das Digitale übertragen und deswegen gibt es noch verschiedene Begriffe aus der Zeit des Analog-Oszilloskops, die zum Digital-Oszilloskop übertragen worden sind. Genau. Und diese beiden Oszilloskope, sie haben zwei Kanäle, das kann man hier sehen, das ist der zweite Kanal, das ist der erste Kanal, bei dem ist es das der erste Kanal und das ist der zweite Kanal. Also im Allgemeinen, wenn man zum ersten Mal mit so einem Oszilloskop arbeitet, sind natürlich die Unmenge an Knöpfen und Einstellungen und Drehern und Wendern, die sind sehr beängstigend. Ja? Aber wie gesagt, Angst ist unser größter Feind. Wir wollen ja lernen, was es ist und wie man das benutzen kann. Und es gibt einige wenige Grundregeln. Wenn man sich an die hält, kriegt man die Dinger nicht kaputt. Okay. Gut.
jetzt haben wir hier zwei Kanäle und wir können sehen, dass es nicht wie bei einem normalen Messgerät oder Labornetzteil, dass es keine 4 mm Bananenstecker sind, sondern BNC-Stecker, wobei die Messspitzen abgeschirmt sind, weil das sehr empfindliche Geräte sind und jede Signalschwankung sich auch im Signalbild widerspiegelt. Genau. Und jedes Oszilloskop hat ein eingebautes Kalibrierungssignal und das kann man hier kann man das hier so sehen und hier kann man das hier sehen. Ja? Und dieses Signal ist sehr nützlich, weil man nicht normalerweise keinen Signalgenerator wie hier oben vielleicht zur Hand hat. Man möchte schnell mal den Oszilloskop feintunen oder kalibrieren oder die Messspitzen anpassen. Dann kann man das benutzen. Also jetzt, wir können sehen, also das Signal wird immer mit diesem Messkopf erfasst. Das ist ein sehr günstiger Messkopf, das kann man schon sehen. Und die haben solche Spitzen, aus denen so ein Haken rauskommt, um an Sachen befestigen zu können. Aber normalerweise geht man an eine Schaltung ran und misst so die einzelnen Signalquellen aus. Ja. Und das hier ist, wie gesagt, nicht dafür da, um zu messen, sondern man legt das an Ground. Das ist die Erdung. So, wie gesagt, da kommen wir noch drauf. Jetzt wollen wir das mal anschließen. Also ganz banal, wir haben noch gar nichts gemacht. Erst machen wir Kanal 2 aus und Kanal 1 ein. Also wir können hier, das ist Kanal 1, Kanal 2. Menü aus. Jetzt gehen wir. Hier oben kann man sehen, das untere ist die Erdung, das obere ist das Signal. Ja? Das ist meistens 1 Kilohertz. Ich weiß nicht, ich habe nicht so viele Oszilloskope benutzt, vielleicht gibt es andere, die andere Frequenzen zur Verfügung stellen, aber es ist meistens ein Rechtecksignal, weil man mit einem Rechtecksignal das sehr schön einstellen kann. Auch die Spitzen sehr schön einstellen kann, diesen Kondensator hier. Kommen wir später noch drauf. So. Jetzt sehen wir das Signal. Es ist noch nicht scharf gestellt. Bei den digitalen Oszilloskopen gibt es einen kurzen Weg, um ans Ziel zu gelangen. Bei simplen Signalen gibt es diesen Autoknopf. Ja. Dieser Autoknopf ist sehr angenehm und viele Leute, die den Oszilloskop benutzen, ab und zu, kennen eigentlich eher fast nur den Autoknopf. Ja, weil das sehr angenehm ist und die drücken auf den Autoknopf und dann spielen sie ein bisschen mit den Proteins oder mit den, wie heißen die Dinge? Ja, mit diesen Drehimpulsgeber. Nein, also mit diesen Einstellungs. Aber normalerweise, wenn man auf Auto drückt, schaltet er sich, zeigt er automatisch das Signal. Und man kann auch einstellen, wie man das Signal gerne sehen möchte. Ob man viel von dem Signal sehen möchte oder hauptsächlich das Signal sehen möchte. Also eine Welle vom Anfang bis zum Ende sehen möchte. Genau, das ist sozusagen der kürzere Weg. Das gleiche machen wir jetzt mal bei dem hier. Da schließen wir jetzt mal diesen Oszilloskop, Messspitze, hier an diese Leitung. Und man kann es auch sehen, unten ist das Signal und oben ist 0, je nachdem, wenn man die Kalibrierung verändert. Aber normalerweise ist oben 0. Und weil natürlich Ground ist, ist das Signal schon sichtbar. So, und jetzt sieht man hier auch ein Rechtecksignal. Okay. Wie wird das Signal sichtbar? Wir können hier sehen, dass man die vertikalen Linien nicht sehen kann. Ja? Hier sieht man die vertikalen Linien, weil das ein digitales Oszilloskop ist. Aber hier sieht man sie nicht, weil das ein analoges Signal ist,
das auf einmal auf die nächste Ebene springt und dann kann man das nicht sehen. Aber man kann sich das denken, weil es, ja, genau, aus besagtem Grund. Jetzt können wir mal ganz kurz auf die Slides rüber switchen. Wie sieht es aus in so einem Cathode Ray Oszilloskop? Also das sind die alten, die analogen und die teilweise digitalisierten. In den neuen hat man ganz einfach nur die allerletzten Display-Techniken drin. Meistens ist es ein kompletter Rechner, manchmal sogar mit Windows drauf. Aber bei den alten ist es wirklich so eine alte Röhre. Und man kann sehen, dass die Höhe dieses Strahls, dieses Elektronenstrahls, je nach der Voltstärke sozusagen abgeleitet wird. Und dass die dass der Strahl weggeleitet wird über die Zeit. So, jetzt können wir das auch uns hier sichtlich machen. Hier steht ein Knopf. Man kann hier sehen, dieser Teil hier. Ach gut, ja, jetzt gehen wir mal drüber. Ja. Gehen wir mal kurz rüber. Also wir können jetzt hier, wir müssen erstmal sozusagen schauen, was gehört zu wohin. Ja, es gibt eine Gruppe von Schaltern und Knöpfen und Drehelementen und da muss man erstmal begreifen, was gehört wohin. Diese Elemente unten gehören den jeweiligen Kanälen an. Das hier gehört dem ersten Kanal, das hier gehört dem zweiten Kanal. Das ist eine allgemeine Einstellung. Das gleiche gilt für hier, man kann das auch sehen. Nur natürlich, wir haben hier ein digitales Signal und wenn man jetzt auf Kanal 1 drückt, gelten diese Signale nicht der Trigger. Diese zwei hier, diese zwei Teile, gelten nur für das erste. Und wenn man auf den zweiten Kanal drückt, dann gelten sie nur für das zweite. Also man sucht sich das Signal aus, das man modifizieren möchte. So. Hier hat man alle Anzeigen hier, weil es komplett analog ist. Man sieht auch, dass es komplett analog ist. So. Jetzt kann man hier, jetzt muss man erstmal die Anzeige etwas besser verstehen. Und zwar, es gibt auf einem Oszilloskop immer so ein Netz von Rechtecken. Ja? Das nennt man Divisions. Ja? Der Bildschirm ist eingeteilt in Divisions. Manchmal sind das 8x8 und bei anderen Oszilloskopen kann es 10x10 sein. Aber das ist ungefähr das Maß der Divisions. Und jede Einstellung, die man macht und jede Messung, die man macht, basiert auf Divisions. Nämlich in der vertikalen Divisions Voltage per Division, zum Beispiel 1 Volt per Division oder 10 Volt per Division oder 1 Millivolt per Division. Und in die Horizontale ist es die Zeit. Eine Sekunde pro Division, eine Millisekunde pro Division, eine Mikrosekunde pro Division. Und jetzt kann man sich auch vorstellen, wenn man diese Information bekommen hat, dass je teurer die Geräte sind und je aufwendiger die sind, umso höhere Auflösungen haben sie, also im Frequenzbereich. Sehr günstige Einsteigergeräte, wie das hier zum Beispiel, fangen bei 50 MHz an. Alles andere können sie einfach nicht mehr sehen. Das hier ist ein etwas älteres Modell. Ich denke, das ist 20 MHz. Ja, da steht es auch, 20 MHz. Alles, was so ab 500 MHz ist, das wird dann richtig teuer. Geht dann in die 5000 Euro. Nein, das ist dann für industrielle Anwendungen eher sinnvoll. Aber für Hobby-Elektroniker ist so ein 50 MHz Oszilloskop im Allgemeinen absolut ausreichend. Ja. Genau. So, jetzt schauen wir uns nochmal hier das Signal an. Und jetzt können wir hier auf den Einstellungen die Division-Zahl. Wir stellen sie jetzt mal auf 1 Volt pro Division. Per Division, 1 Volt per Division. Das kann man jetzt nicht so gut sehen. Normalerweise sind das 2 Volt. Aber, und jetzt kommt
Ein weiterer wichtiger Punkt, weil diese Oszilloskop-Probe hier auf 10 mal gestellt ist, ist dieser Wert, der hier eingestellt ist, durch mal 10, genau, mal 10. Das heißt, es sind 10 Volt per Division. Ja? Das heißt, ich muss auf 1 Volt per Division gehen, damit ich dieses Signal besser sehen kann. Und jetzt kann man auch sehen, ich hatte ja vorhin gesagt, es sind 2 Volt, hier steht 2 Volt. Die Kalibrierung kann raus sein, das ist jetzt nicht so wichtig, aber das ist normalerweise die mit der vertikalen Position. Kann man sehen, man kann hier richtig nachzählen. 1, 2, 2 Divisions in der Vertikale. Genau. Das ist sozusagen die Einstellung für die Volts der jeweiligen Kanäle. Und die Einstellung für die Zeit per Division, das ist eine Sekunde, oder? Kann ich mich so beziehen? Nein, das kann nicht sein, das ist eine Millisekunde. Eine Millisekunde per Division. Wenn ich das jetzt verkleinere, sehe ich mehr Detail von dem Signal. Und dann habe ich 0,5 Millisekunden per Division. Das heißt, ich habe hier eine Millisekunde. Dieses Signal ist eine Millisekunde breit. Aber man kann schon sehen, dass so ein Analog-Oszilloskop nicht sehr benutzerfreundlich ist. Also für einen Anfänger würde ich empfehlen, ein neues, günstiges, aber ein digitales Oszilloskop zu kaufen, weil es wirklich das Leben doch erleichtert. Weil hier hat man nur meistens einen simplen Bildschirm, wo man die Signale selber ablesen muss, die Frequenzen selber zählen muss und so weiter. Aber auf modernen Oszilloskopen hat man sehr viele Hilfestellungen dafür. Und wenn man jetzt hier unten sich die Informationen anschaut, die hier angezeigt werden, dann kann man sehen, dass die Autoeinstellung das Gerät schon auf 500 mV per Division gestellt hat. Und die Time Division sind 100 Mikrosekunden per Division. Und es hat noch sehr viele Hilfsfunktionen. Augenblick. Zum Beispiel diese Display All Funktion, da kann man auch sehen, wie nützlich so ein digitales Oszilloskop ist, weil es wirklich alles ausmisst. Es kann alle Werte selbst messen. Das kann man jetzt nicht so gut sehen, oder? Aber hier kann man zum Beispiel sehen, wie viel Volt es maximal gibt, minimal, also es geht zwischen 1,5 Volt und minus 1,5 Volt hoch und runter. Und dann kann man verschiedene Informationen sehen. Die Frequenz, hier unten kann man sehen, ist exakt 1 Kilohertz. Und so weiter und so weiter. Ja, da kann man zum Beispiel Duty Cycle sehen, wie breit das Rechtecksignal ist, ja, wie viel Duty Cycle es hat. Genau. So, jetzt weiter. Ja. Okay. Jetzt auf dem. Sorry, ich falsch verstanden. Kein Problem. Auf dem alten Analog-Oszilloskop gibt es natürlich die klassischen Beam-Funktionen, ja, so wie Intensität. Ja, man kann auch sehen, dass es richtig übersteuern kann. Und das Problem bei den alten ist, wenn irgendjemand das benutzt hat und die Einstellungen nicht genau für einen funktionieren, dann kann man das Signal oft nicht erkennen. Und weil es keine automatisierten Funktionen hat, ist es etwas schwer, das für seine Bedürfnisse einzustellen. Deswegen lieben Anfänger immer das Autosymbol. Einfach draufklicken und da ist das Signal. So. Aber wenn man natürlich weiß, wie es funktioniert, dann ist es auch viel einfacher. Also das ist der Intensität, das ist der Fokus, man sieht, es geht auch aus dem Fokus raus.
Das heißt, man stellt es für sich, für seine Bedürfnisse ein. Hier hat man noch einen Regler für die die vertikale Position. Genau. So dass man das genau auf seine Bedürfnisse anpassen kann. Um dort etwas zu messen oder auszulegen. So. Einen Augenblick. Genau. Das war, was ich vorhin gesagt habe. Okay, jetzt können wir mal ganz kurz auf den Computerbildschirm schalten. Wie gesagt, falls hier Oszilloskop-Experten sind, ich empfehle sehr den Vortrag von dem Herrn Alan White sich anzuschauen. Das ist natürlich informationell sehr reich, sage ich mal, da sind sehr viele Informationen drin. Und das ist jemand, der sehr viel Erfahrung hat mit Oszilloskopen, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Hier möchte ich ganz kurz mal das Coupling, die Coupling-Thematik ansprechen. Und zwar, wenn wir jetzt ein Signal haben, dafür schalten wir jetzt mal unser Funktionsgenerator ein. Ich nehme ein BNC-Kabel, was an beiden Seiten ein BNC. Also, ich nehme ein BNC-Kabel, was auf beiden Seiten ein BNC-Stecker hat. Damit kann ich dann sehr einfach den Ausgang vom Signalverstärker, der Signalgenerator, mit dem Eingang vom Oszilloskop verbinden. Hier verbinde ich Kanal 1 mit Kanal 2 vom Oszilloskop. Jetzt schalte ich den Kanal 1 aus, schalte den Kanal 2 ein und schalte das Display All off. So, und jetzt haben wir hier ein Signal von 1 Kilohertz, also so wie vorhin auch. Drücken wir mal den Autoknopf. Jetzt sieht man natürlich etwas, was die Autofunktion bewirkt. Jetzt hat er sich automatisch auf beide Signale gestimmt, weil beide Signale 1 Kilohertz haben. Also das Signal, was hier rauskommt, hat 1 Kilohertz. Und das Signal, was hier drin ist, was hier rauskommt, hat auch 1 Kilohertz. Da hat er sich jetzt darauf eingestellt. So. Aber das wollen wir nicht. Deswegen schalten wir das jetzt mal aus und gehen jetzt zurück auf Center. Und vorhin habt ihr auch gesehen, dass als ich hier drauf geklickt habe, habe ich die vertikale Position genullt, also ins Zentrum gelegt. So, jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, ein Signal zu erfassen. Ja? Jedes Signal kann eine Gleichspannungskomponente haben und eine Wechselspannungskomponente haben. In diesem Signal, was generiert wird, gibt es keine Gleichspannungskomponente. Deswegen liegt die genau mittendrin auf dem Bildschirm. Wir können das Sinus-Signal sehr schön sehen. Jetzt wollen wir mal ein Offset, so heißt das hier, ein Offset von 1 Volt einfügen. Und jetzt kann man sehen, das Signal hat sich nach oben bewegt. Das heißt, im Augenblick sind wir auf DC-Coupling, im DC-Coupling-Mode. Das bedeutet, da wird das Gleichspannungssignal und das Wechselspannungssignal wird betrachtet. Und was eigentlich passiert, wenn man auf DC-Coupling-Mode geht, hier sieht man ein Coupling DC, wenn ich jetzt auf AC Coupling gehe, kann man sehen sofort, das Signal ist runtergegangen. Das heißt, das eine Volt, was ich hatte, was ich hier noch extra draufgelegt habe, ist verschwunden. Ja, diese Coupling-Methode ist sehr wichtig, wenn man zum Beispiel bei einem Power Supply den Ripple
berechnen will, bestimmen will, wie stark der Ripple ist. Ja? Da hat man zum Beispiel 12 Volt, aber die ersten 12 Volt interessieren mich gar nicht. Was mich interessiert, ist das Signal, was über den 12 Volt überlagert ist. Und dann würde ich AC-Couple. Ja? Ja. Jetzt gehen wir da wieder zurück. Gibt es dazu noch eine Frage zum AC-Coupling und DC-Coupling? Okay, eine Sekunde. Okay, wenn wir jetzt ganz kurz umschalten können. Wir kommen auf das Thema Triggering. Triggering ist eine Problematik, die man erst versteht, wenn man das mal gesehen hat, also wenn man es zum ersten Mal gesehen hat. Denn die Welle, die wir hier bekommen, die ist ja unendlich sozusagen. Ja? Damit ich die Welle so schön sehen kann, wie sie hier gezeigt wird, gehen wir mal ganz kurz zurück auf das Bild, auf die Geräte. Damit ich jetzt das Signal so schön sehen kann, wie es hier abgebildet ist, muss ich es triggern. Ja? Und dafür gibt es eine Trigger-Einstellung. Also wir haben jetzt hier hauptsächlich gesehen, was diese zwei Einstellungen bewirken. Das eine war die vertikale Position, das andere die horizontale Position. Also mit der horizontalen Position kann man mit dem Signal das Signal nach rechts und links schieben. Und mit dem Triggern, das sagt, wann das Signal für den Bildschirm, also für mich sichtbar, gestoppt werden soll. Wenn ich jetzt mit dem Trigger hier nach oben gehe, das ist natürlich kein Puls. Deswegen wird das hier nicht funktionieren. Aber wenn ich jetzt hier mit dem Signal, wenn ich jetzt hier mit dem Trigger oben bin, müsste das Signal nicht triggern. Also jetzt können wir hier mal auf Puls gehen. Ich bin schon auf AC-Coupling, deswegen. Autotrigger. Autotrigger ist offen. Wenn du auf Autotrigger bist, dann triggert der auch, wenn er keinen Trigger triggert. Okay. Wo ist die Einstellung? Triggermenü, normal Triggermenü. Muss auf normal stellen. Trigger Mode? Ja. Sweet Auto. Ganz offen. Zurück? Sweet. Da hätte das Auto. Das ist auf normal. Okay. Das müsste jetzt aus dem Sink raus. Wie bitte? Macht er vielleicht bei dem Wagen nicht ganz. Das mit dem Trigger, das zeige ich auf dem seriellen Signal. Da kann man es schön sehen. Okay, gut. Machen wir weiter. So, jetzt kommen wir mal zu den Probes. Ja, also diese Geräte hier. Und was ist mit dieser Sicherheit und den Oszilloskopen und Oszilloskopverbrennen auf sich hat. Ja? Also wie verbrenne ich mein Oszilloskop nicht und messe nur damit. Der Witz an dieser ganzen Sache ist, dass Oszilloskope, wenn sie nicht gerade mobile Oszilloskope sind, geerdet sind. Ja? Das heißt, dieser kleine Strang hier mit dem kleinen Clip, das ist die Erde. Ja? Wir können das auch hier ganz schnell auf den Multimeter zeigen. Wenn das Multimeter jetzt hier im Continuity-Mode ist. Das heißt, diese äußere
Schalter ist auf der Erde. Kann man hier sehen, es piept. Hier genauso, es piept. Hier genauso, es piept. Und jetzt gehe ich an den Schalter, piept auch. So. Das heißt, dieser zweite Strang hier ist eine Gefahr, stellt eine Gefahr dar für Messungen, wenn man als Amateur in irgendwelchen Schaltungen rummisst. Ja? Generell sollte man natürlich als Amateur nicht an Strom eingeschalteten Strom tragenden Geräten arbeiten, aber wenn man das macht, benutzt man einen sogenannten Isolationstransformer. Das ist die gute Art und Weise, wie man das macht. Und wir haben auch drin einen stehen, einen 1 Kilovolt Isolationstransformer. Da ist der Witz, dass man das Gerät von der Erde wegnimmt und dass es mit einem Transformator von der Hauptspannungsleitung getrennt ist. So, das heißt, überall dort, wo ich mit diesem Clip reingehe, erde ich die Schaltung. Und da kann ich die Schaltung kaputt machen, da kann ich einen Kurzschluss erzeugen und eventuell den Probe kaputt machen oder sogar das Oszilloskop. Also es ist richtig gefährlich. Deswegen sollte man bewusst damit umgehen. Und das Gerät, was man probt, falls es geerdet ist, darf man nur mit dieser Spitze rangehen und nicht mit dem Clip hier. Also man kann nicht einfach gehen und über den Widerstand die Spannung messen, so. Dann macht's kabuff. Aber was man machen könnte, ist so hingehen und das Signal messen, wenn es ein geerdetes Gerät ist. Was auch manchmal gemacht wird und was dann auch ein Problem sein kann, ist Geräte wie der Arduino zum Beispiel, ja? Die haben ja nur einen USB-Anschluss. Da ist aber der Witz, dass der USB-Anschluss, falls man ein geerdetes Gerät hat, an dem man es anschließt, auch geerdet ist. Das heißt, man bekommt die Erdung über den Computer, der geerdet ist. Aber wenn es ein Notebook ist, ist es kein Problem. Das heißt, das Gerät, was man misst, sollte möglichst nicht geerdet sein. Oder man weiß genau, was man tut. So. Dann wollte ich mal ganz kurz auf Probe Compensation. Können wir mal ganz kurz auf die Folie wieder zurückschalten. So, bei Probe Compensation geht es darum, dass diese Probes verstimmt sein können. Ja? Ein Oszilloskop-Probe oder Messspitze muss auf das Oszilloskop abgestimmt sein. Sonst kann es Verstimmungen geben. Sonst kann es, sonst zeigt es das Signal nicht richtig an. Das heißt, deswegen sollte man die Messköpfe nicht so oft wechseln und auf die jeweiligen Oszilloskope einstellen. Ja, das nennt man Probe Compensation. Wie man das macht und was passiert, wenn man es nicht macht, sieht man auf dem Bild. In der Mitte sieht man ein Oszilloskop, was richtig eingestellt ist, ein Oszilloskop-Probe, was richtig eingestellt ist. Links und rechts sieht man eins, was verstellt ist. Und diese Einstellung findet man auf dem Probe selbst. Jetzt können wir mal kurz umschalten. Jetzt können wir hier auf dem Probe können wir hier eine rote Schraube sehen. Ja? Und mit dieser roten Schraube kann man diese Einstellung vornehmen, diese Feineinstellung, das Feintuning, sage ich mal. Und wenn wir uns jetzt hier nochmal das eigene Signal anschauen, kann man sehen, das ist fast perfekt eingestellt, fast. Also da ist so ein kleines Stückchen, aber das ist im Allgemeinen nicht so schlimm. Ja.
Also das muss man auch wissen, dass man ein Probe erst auf das Gerät abstimmen muss, damit es wirklich gut und akkurat messen kann. So, und jetzt möchte ich zum Abschluss, also wir sind schon fast fertig, zum Abschluss möchte ich ein serielles Signal auf dem Oszilloskop zeigen, denn wofür ist sowas gut? Als Amateurelektroniker, als Hobbyelektroniker, als jemand, der nur mit Arduino rummacht, was kann ich damit anfangen? Ja, warum soll ich mit Oszilloskopen mich beschäftigen? Ja, da schauen wir uns jetzt mal ein serielles Signal an. Dafür muss ich jetzt erstmal das Ganze an meinen Computer anschließen und schalte schnell mal das Signal an. So, schließe es an. Ich habe jetzt meinen Computer. Mein Laptop, wohlgemerkt, Computer wäre ein Problem, ne? Mein Laptop mit einem seriellen Adapter an das Oszilloskop angeschlossen. Ja. Und ich lasse es jetzt ein Signal rausgeben. Und man kann jetzt auch schon sehen, wir haben ja vorhin von Trigger gesprochen, man kann das Signal nur ganz kurz sehen, dann ist es wieder weg. Ja? Das heißt, wenn man das Signal richtig triggert, kann man das Signal sehen. Und jetzt stellen wir unser Trigger. Das hier war's. Versuchen wir unser Trigger einzustellen. Jetzt habe ich den Trick gemacht, der hoffentlich funktioniert. Nee, funktioniert auch nicht. Ich habe jetzt irgendwie den Trigger habe ich so verstellt, dass ich ihn nicht mehr richtig einstellen kann. Na gut. Aber was wir auf jeden Fall sehen können, ist das Signal. Das wird einmal alle 10 Millisekunden gesendet und man kann das sehen. Das hier ist jetzt ein etwas günstigeres Modell von Oszilloskop, aber etwas modernere Oszilloskope haben verschiedene Möglichkeiten. Ja? Ich kann mal hier versuchen, ob ich es einfangen kann. Normalerweise haben die Geräte auch einen Single Shot. Das heißt, das zum ersten Mal, indem man den Trigger sieht, kann man ihn festhalten. Ja, ich habe jetzt kein Glück. Ja, wenn man etwas zeigen möchte. Ich kann mal das Programm ändern. Und versuchen, das schneller zu machen, sodass wir es sehen können. Und dann etwas kürzeres Signal. So, und jetzt sieht man natürlich jede Menge Signal. Bei denen es schwierig ist, es wieder zu triggern. Das war doch zu schnell. Ich bin gleich fertig.
nicht so weit. Ah ja, jetzt. Jetzt kann man das Signal sehen. Genau, das wollte ich. Und dann sehen wir das mal. So, jetzt sehen wir das serielle Signal, wie es wirklich vom Computer über diesen seriellen nach TTL-Adapter, USB nach TTL-Adapter ausgespuckt wird, und er sagt jetzt Test. Wie gesagt, auf einem etwas teureren Gerät würden jetzt die würde der Code jetzt entziffert werden, dann würden die Buchstaben stehen unten drunter. Leider hat dieses Gerät diese Funktion nicht. Das hier sowieso nicht, aber dieses Gerät hier hat diese Funktion leider nicht. Dann würde jetzt hier unten drunter stehen, zum Beispiel Test, ja, also ein paar Signalbündel wären T und dann E und dann S und dann T zum Beispiel, ja. So. So viel dazu. Also ich hoffe, ich konnte eine Ermutigung geben, sich mit dem Thema Oszilloskop zu beschäftigen, weil ich wirklich denke, dass das ein sehr wichtiges Instrument ist, mindestens ebenbürtig zum Multimeter für einen Hobby-Elektroniker und für jemand, der gerne tinkern möchte. Und ja, soweit, so gut. Gibt es Fragen? Generell, allgemein, spezifisch. Wie gesagt, für eine professionelle Präsentation empfehle ich das Video von dem Herrn Alan White. Ansonsten möchte ich hier schließen und bedanke mich.